Der dritte Tag neigt sich in Frankfurt dem Ende und was draußen bei Minusgraden und Schnee begann, endet tatsächlich bei 14 Grad und Sonnenschein. Zumindest haben wir die noch draußen, wo sich hier allmählich die Messehallen leeren. Und das ist auch die wunderbare Gelegenheit, um wieder mit Vera und Martin ein kurzes Fazit vom Tag zu ziehen. Und dann starten wir natürlich mit der Vera. Liebe Vera, was war denn dein Highlight für heute? Ja, mein Highlight war der sehr volle Messestand. Wir haben uns sehr gefreut über die ganzen vielen tollen Gäste, die wir da hatten. Und das war mein Highlight. Ja, kurz und knapp. Wunderbar. Martin, wie sieht's bei dir aus? Was war dein Highlight des Tages? Also ich fand's heute vor allem sehr international. Also wir hatten ganz viele internationale Gäste da, von Kunden natürlich, aber auch ganz, ganz viele fantastische Menschen aus der globalen Trox-Familie. Haben uns sehr, sehr gefreut. Also ein sehr internationaler Tag. Und das ist auch so ein bisschen das Stichwort für morgen, weil da freue ich mich auch morgen drauf, dass wir morgen diese ganzen Panels, die wir hier mal machen, auch mit den internationalen Leuten machen, mit den jeweiligen Märkten. Und das wird super, da freuen wir uns riesig drauf. Und ich glaube, alle anderen können sich da auch drauf freuen. Hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Haben wir auch einen Plan für morgen? Na klar. Morgen, wie der Martin schon gesagt hat, haben wir nicht nur die internationalen Gäste, die sich hier präsentieren werden, sondern auch unsere Standparty sagenumwoben für unsere geladenen Gäste. Und das wird in jedem Fall ein tolles Highlight am Donnerstag. Und wenn Sie es schaffen, kommen Sie gerne vorbei. Nutzen Sie die Gelegenheit, uns ansonsten auch im Internet mit zu begleiten bei dem, was wir hier tun. Und dann sagen wir Tschüss und wir freuen uns auf morgen an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.